die Rolle für die Rocklands im Bouldersport ist, dass es eigentlich zu den besten Gebieten auf der ganzen Welt gehört. Es gibt, für mich gibt es Fontainebleau, das so speziell ist von den Bewegungen und unglaublich in seiner Größe und Anzahl von den Bouldern. Es gibt Hoeco, das sehr ähnlich ist, finde ich, wie die Rocklands, aber sehr kompakt auf einem kleinen Raum eigentlich. Und dann gibt es die Rocklands, die vor allem durch das Flair dieser Gegend da unten einfach punkten und das wahrscheinlich zum besten Gebiet überhaupt machen. Ja, wir haben schon überlegt, ob wir ein Seil mitnehmen sollen, weil es gibt ja ein paar lässige Routen im oberen Teil von den Rocklands bei der Roadside. Es gibt da andere super Routengattergebiete in Südafrika. Aber das Bouldern sticht einfach so hervor in den Rocklands, dass man sich voll auf das konzentriert und man hat dann gar keine Zeit, irgendwo ein Seil auszupacken. Talk to you about a plight of a black man in South Africa. Check my perspective. Peep that shit. Being a black man is demanding, so you can't get any standards. Nobody wants to be like you, so you're always gonna be stranded. If you're living in the urban, suburban, or the location, cops are still gonna stop you and take you to their station. They'll beat you and mistreat you and say fuck the Rainbow Nation. And they're beating blacks and whites, so never be collaboration. You say stop right there, officer, may I make a proclamation? They'll say, hey, black boy, don't try be smart, you got no liberation. Due to this whack situation, I've come to a revelation that South Africa will never unite to be one nation. Let's be stand up and do something by this present situation. We are always gonna suffer from mental molestation. Like Buster, I've come back, man, all over the track, man. To talk about the black man who was electrocuted with his head in a wet sack, man. The white man tortured him, expected him not to react, man. But when it's struck back, I said, please cut us some slack, man. You want him to cut your slack, man. How can you ask him that, man? You're living in a mansion and he's living in a shack, man. That shit is whack, man. That shit is whack. Der Rhino Boulder ist etwas abseits gelegen vom Hauptgebiet. Man muss den Weg ein bisschen verlassen und geht in so ein kleines Feld rein, wo eigentlich nur dieser eine Boulder liegt. Und wenn man dann auf der richtigen Seite steht und auf diesen Fels blickt, dann sieht man wirklich die Form des Rhinoceros. Rhino Boulder ist, dass er erstens die Form des Rhinoceros hat und dann, dass dieser ganze Fels vielleicht einen halben Meter breit ist. Also man kann ihn rechts und links leicht umfassen und kann immer rechts und links Griffe halten, während man unten an diesem Schwert rausklettert.
Der Sky ist einer von den schwierigsten Bouldern, die Rocklines. Für mich vor allem einer der schwierigsten. Er liegt im Bereich 8B+-Block und hat eigentlich nur zwei Züge. Das heißt, es reduziert sich die ganze Schwierigkeit auf zwei maximale Züge. Und ich habe das probiert, ziemlich lang, einige Stunden habe ich die Züge probiert und habe einfach gesehen, dass es von der Spannweite ganz knapp ausgeht. Also ich kann den unteren Griff mit den letzten Fingergliedern halten und den oberen Griff. Und da brauche ich einfach sehr viel Glück, dass das funktioniert. Und wir haben dann die Kamerasachen aufgebaut, wir haben einen Kran aufgebaut, alles fix und fertig. Und ich habe dann gesagt, ja, es tut mir leid, Jungs, ich kann das nicht klettern, es geht sich nicht aus für meine Spannweite. Und dann hat einer von meinen Kollegen gesagt, ja, probier es doch noch einmal, wir filmen mit, vielleicht wird es ganz lustig. Und dann genau bei dem Versuch, wie bei einem Wettkampf, wann alles passen muss, hat es dort auch gepasst und bin es dann durchgestiegen. Take me to that secret place. I want your soul, I want your... Was ich mache? Es ist Sprung, gell? Ja. Dazugreifen. Sprung, fertig, gell? Also es ist, geht ziemlich schnell, wann es geht. Das dauert also voll kurz. Du kommst her? Das sind... Na. Drei. Vier. Fünf. So. Eins, zwei, drei, vier, halt. My grades got high, but my paper's not. Sucks cause it changes up the taste a lot. And it doesn't mix well with the grade I've got. And I can't walk down to the corner shop, cause they've only got big thick blades in stock. So I walk my ass down six more blocks while I watch the clock and I up the speed. Get the SMK or the OCB, cause I like them thin and my lungs don't bleed. Then I head back home and it's time to feed. Sort the stems and I search for seeds. Then I hit my couch and I do the deed. Super! Geil. Das ist so leicht. Sehr geil. Geil, cool. Oh, das ist mach! OCB and SMK. Long gone are the red grizzly days. I changed my blaze when I changed my ways. And my ways got changed when I changed the grade. I smoke OCB and SMK.